laufe langsam wie ein Hühnchen. Ich meine, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo Happy und ich begrüße euch wieder zu Tales of Graces F Folge 3. Ja, in der letzten Folge haben wir das unbekannte Mädchen hier nach Land gebracht, in der Hoffnung, dass sie sich vielleicht hier an irgendetwas erinnert. Und ja, wir haben Sharia getroffen. Und die wusste auch nicht, wer dieses Mädchen war, das wir auf mysteriöse Weise im Blumenfeld von Lornbill gefunden haben. Ha, nochmal locker ausgewichen. Und, ja. Die hat gemeint, ihr Großvater, Frederick, wüsste etwas über dieses Mädchen. Also gehen wir mal allein zum Anwesen. Und das Anwesen ist hier. Seht ihr, ich sagte euch, ich werde das brauchen. Ich habe das Spiel ja nur ein paar Mal durchgespielt. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss und wo was ist und so. Welcome back, Master Asbel. Master Hubert. Hey, Frederick. You ran off on me again, Sharia. I'm sorry, Grandpa. Please forgive her, my young masters. I've instructed her that you're not to be bothered, yet she refuses my counsel. Oh, don't worry about it. It's no bother at all. Anyway, we were wondering if you've ever seen this girl before. This young woman? Nein, das andere. No, I don't believe I have. Grandpa, this girl has amnesia. You don't say. That's quite the dilemma. Perhaps I should make a few inquiries around town. No, that's all right. We'll do it ourselves. Come on, guys. Let's head into town. Do strive to return before dawn. Yes? You got it. Ja, rede mit den Dorfbewohnern. Bist du ein Dorfbewohner? Ihr geht schon wieder, aber ihr seid doch erst wiedergekommen. Ja, danke. Na, ich gucke mich nochmal hier im Anwesen um. Aber man weiß ja nie. Hi, Frederiken. Kann ich euch irgendwie helfen? Ihr war unbekanntes Mädchen. Ich weiß nichts über sie. Aber ich bin mir sicher, dass sie die Tochter auch von jemandem ist, den ich kenne. Oder auch nicht. Guten Tag, Herr Asbel. Möchtet ihr euch etwas ausruhen? Ja, mach mal meine Köchin. Einfach so. Vielleicht kommt einander und Skit. Ist normalerweise auch üblich. Immer weiß ich nicht. Nö. Aber ja, im Speicherpunkt. In Speicherpunkten sind oft solche Skits, deswegen sollte ich auch jeden hier abtasten. Familienbande. Who is that? Frederick? He's part of Sharia's family. Family? You know, moms and dads and brothers and sisters and stuff. Don't worry, I'm sure you have one. Moms and dads, would they be important to me? Of course, they're your family. How about yours? Yeah, they... What's wrong? I don't know. I wonder what mom and dad actually think of me. I'm sorry, I don't have the answer to your question. I wasn't asking you. Ja, high quality trolling hier. Da kam irgendwie so mitten aus dem Nichts. Fand ich jetzt. Fand ich gar nicht mehr. So, da war nix. So, was haben wir hier? Kennst du das Mädchen? Junge Dame bei euch? Lass mich nachdenken. Wie lange kommen wir nicht an sie? Ich werde dir morgen antworten. Ach, geh weg. Boah. Hört ihr einfach mitten im Satz auf, Mann. Was soll das denn? Aber hier ist, glaube ich, noch was. So. Prüfen. Hubert hält seinen Schreibtisch immer so sauber. So. Was ist hier? Ein Buch der Monster. Ein Buch voller Informationen zu den Feinden, denen du in der Schlacht begegnest. So, aber vorher aus der Hast geboren. Ka-joink. Ouch! Don't pinch my cheeks! It really hurts! Asbel, cut that out! What's wrong with you? I found a piece of Creus on Lont Hill that was full of Eleth, but it's gone! I think Hubert stole it. Asbel, what's that by your feet? Oh, my Creus! Well, what do you know? This happens every single time. Ja, wir erinnern uns,
Hubert hat schon so eine Anmerkung gemacht. Wenn du wieder was verlierst, dann mach mich nicht dafür verantwortlich. Ja. Aber der ist wahrscheinlich schon dran gewöhnt. So, und wir haben ein Buch der Monster bekommen. Das ist mehr oder weniger so eine Art Pokédex für dieses Spiel. Wir können unter Bibliothek können wir unsere verschiedenen Bücher, ja, Bibliothek, das kann ich auch so erklären. So, mit 3 und 4 können wir zwischen diesen Büchern, das will ich gerade erklären. Können wir zwischen, ich will das doch gerade erklären. Ja, hier auch noch, nein, okay. So, hier können wir die einzelnen Monster betrachten, die wir begegnet sind und sie auch ein bisschen analysieren, so von den Werten und so. Interessant ist, dass wenn man den Schwierigkeitsgrad umstellt, dass die Werte sich auch alle verändern. Ich glaube sogar die Level. Also auch vielleicht werden die ja natürlich extrem schwächer. Von AP und wertmäßig. So. Das möchte ich mir jetzt noch kurz angucken und dann... Ich habe mir jetzt aus gutem Grund noch mal kurz angeguckt. Denn... Reden mit den Dorfbewohnern. Wie bitte, Aspel? Ob ich dieses Kind kenne? Tut mir leid, ich glaube nicht. Sie ist wohl im gleichen Alter wie meine Tochter. Ich werde versuchen, sie heute Abend zu fragen. Ja. Du siehst auffällig aus. Scheine Wortwahl. Okay. So, you really don't remember your name? No. Oh, you poor thing. Why? What's so poor about not knowing your name? Does having a name make you happy? Oh, I'm sorry. It doesn't feel good to be called that, does it? I have a sickness too, so I know how you feel. I'm really sorry. Ja, Gedächtnisschwund und ein bisschen zu viel Zockerei, das ist natürlich eine sehr nah beieinander. Oh, du hast einen Namen, Bailey. Wie ich höre, wohnt jemand aus Strata in der Hütte an der West-Lawn-Straße. Vielleicht weiß man dort etwas über das Mädchen, das er gefunden hat. Ihr gelangt über den Westausgang dorthin. Okay. Vielen Dank. Also hier lang. Mein Mikro kurz gerichtet, hoffentlich hat man das nicht gehört. Let's pick some apples before we go. I can't reach them. You're hopeless. Here, watch out. Let me do. Ja, jetzt zeig ich mal, dass diese paar Zentimeter entscheidend sind, Aspel. Oder auch nicht. Na, Kinder, wollt ihr ein paar Äpfel? Naja, es sieht einfach mal so, keine Süßigkeiten von anderen fremden Leuten annehmen, aber wie sieht's mit Obst aus? Das hätte man wahrscheinlich auch noch erwähnen sollen. Now boys, I heard you've been wandering around Lont Hill on your own. Where'd you hear that? In that case, why not take this along? You'll learn a whole lot, and you might even have some fun too. Wait, you're giving us a present? Oh wow, a discovery book. What's that? It's a book that chronicles each region's rare products and places. Whenever you find one, you can record it in the discovery book. Hey, let's try it out. Something rare. Something rare. Und jetzt mal richtig mein Mikrofon lieber vor der Aufnahme. Aspel, you're not going to record the girl with amnesia, are you? Wieso nicht? Los, posier. Let's just record the apple tree instead. Right, I'm on. So, Entdeckerbuch halt. So. Mit dem Entdeckerbuch können wir jetzt verschiedene Entdeckungen machen. Da können wir zum Beispiel verschiedene Gegenstände, Monumente oder was weiß ich hier betrachten und die werden dann in einem Buch aufgezeichnet. Manchmal bekommt man auch Gegenstände davon. Und manchmal, oder so gut wie immer, sind auch sogar Skizzen an diesen Orten. Also drücken wir hier einfach X für Entdeckung. Apfelbäume! Und 3 Äpfel. Und ein Skit. Seht ihr? Ich weiß, von was ich rede.
gave you one. Don't tell me you don't know what an apple is. I don't think so, no. I haven't seen one before. Wow. Du hast mir ein paar Minuten eine in der Hand gehabt. Here, huh? Wherever you came from, it must be pretty far away. Maybe? Maybe. Okay, die Reaktion habe ich jetzt nicht verstanden. So, wenn ich mich nicht irre, dann bekommen wir von ihm auch noch was. Ich habe gehört, dass er trotz der Befehle eures Vaters die Stadt verlassen hat. Da draußen ist es gefährlich, meine jungen Herren. Bitte seid vorsichtig, wenn ihr unbedingt euren Vater besetzen müsst, ja? Wir sind doch keine kleinen Kinder mehr. Keine kleinen Kinder mehr? Dann solltet ihr den Namen der Monster kennen, die vor der Stadt lauern. Erste Frage. Wie lautet der Name des Wolfskindes? Ich glaube Wolfswelpe. Nächste Frage. Welchem Keiler läuft die Nase? Wollkeiler. Glaube ich. Letzte Frage. Welches Monster sticht am ehesten? Wer ist hier der größte Sticher? Die Riesenbiene. Ich bin beeindruckt. Vielleicht wäre da eine kleine Belohnung angebracht. Aber wir kriegen immer mehr Sachen von fremden Leuten. 100 Galt erhalten. Jetzt hat mein Vater nichts davon in Ordnung. So, Galt. Das ist übrigens die Währung in diesem Spiel. So, mit dem 100 Galt. Wie viel haben wir überhaupt? Ganz rechts sehen wir 472 Galt. So. Davon können wir uns ein paar Sachen kaufen. Und zwar kaufen wir hier ein baronisches Schwert. Ausrüsten, ja klar. Normalerweise bin ich mehr so hier für Verteidigung in Rollenspielen, aber in dem Spiel mache ich meine Ausnahme. Also gut. Auf zur Westlahnstraße, weil da wollen wir auch hin. Und hier haben wir einen Speicherpunkt und wieder ein Skit. Kerl und Kehle. If you keep going down this road, you'll reach the Western Port. They have boats from all over the world. I guess you really are a boy if you love boats. Hey, what's that supposed to mean? Ja. So. Und dann haben wir eins von den Süßigkeiten wieder. Und, okay, wie zum Kuckuck ist so ein Holzstock stärker als ein weggestecktes Schwert. Ich meine, die Klinke, die Klinke hier, wie nennt man das? Die Scheide von dem Ding müsste ja schon härter sein als das Ding. So. Wieder. Stark. Stark. Aber stärkere Waffen sind auch immer mit mehr SK in Verbindung zu setzen. Teils, je stärker die Waffe, desto mehr SK bekommen wir auch. Das unbekannte Mädchen hat eleganter Blitz erlernt. Serienkapazität. Die leuchtenden Ziffern und rechts neben dem Kampfbild einer Figur zeigen ihre Serienkapazität SK-Punkte an. Für alle Aktionen brauchst du SK. Solange du SK hast, kannst du Aktionen aneinander reihen. Da SK rasch wiederhergestellt wird, sollst du viele verschiedene Aktionen ausführen. Ja. Finde ich auch. Okay. Weiter ein Text. Und noch mehr Gegner. Du bist doch hier dieser große Keiler, ne? Aua. Ach, das ist übrigens die neue Attacke, die wir gelernt haben. Tornado-Kill. Zwar eher auch, als wäre das ein Drunken-Style hier, aber naja. Es sieht ein bisschen professionell aus. Tipps zur neuen Titel. Verdienst du dir einen neuen Titel, kannst du dir im Titelmenü Kannst du ihn dir im Titelmenü anschauen? So. Sobald du ihn ausgerüstet, mein Gott, entdeckst du vielleicht eine völlig neue Seite in dir. Vergiss einfach, was ich gesagt habe. So. Aber wir sind am Ende des Parts angelangt. Ich würde sagen, ich mache hier wieder einen Schnitt und wir sehen uns, oder vielleicht auch nicht, im nächsten Part bei Tales of Graces F. Wiedersehen.